Beschwendigut ist unser Held. Guten Tag und willkommen zu einer weiteren Runde Crash Bandicoot 2. Ja, womöglich sogar die letzte Runde Crash Bandicoot 2, denn wir haben nur noch das letzte Level und den Boss, den Bosskampf vor uns. Und zwar, das letzte Level ist Night Fight. Es ist ein Nachtlevel. Dieses Level mit diesem kleinen Glühwürmchen, das mit dir mitfliegt, hatten wir schon mal gehabt auf der geheimen Etage. Und das müssten eigentlich so jetzt die letzten drei sein. Ich könnte mal kurz auf Pause drücken. Der letzte Kristall ist auf jeden Fall und zwei Gems sind noch übrig. Ja, das sind die letzten zwei. Dann haben wir alles fertig. Haben wir 100%. Nur noch das hier. So, und eine Person hat mir schon sehr früh in diesem Let's Play gesagt, also einen Tipp gegeben zu diesem Level. Eine Person, die generell immer, nachdem ich einen Part hochgeladen habe, etwas zu dem Let's Play schreibt. Und ich denke mir dann immer, ich war schon so ein bisschen dumm. Weil ich weiß nicht, wie die Person heißt, ich vergesse immer den Namen, aber ich habe auch so ein kleines Problem mit Namen von Kommentatoren, also die Leute, die unter meinen Videos schreiben, zu merken. Ich merke sie mir nie. Ich merke mir immer die Person anhand ihrer Avatare. Und das ist so ein Typ mit so einem roten, oder eine, generell eine Person, ich weiß nicht, ob das männlich oder weiblich ist, eine Person mit einem roten B. Eine Person mit einem roten B. Ja, hat mir einen Tipp gegeben, und zwar diese Todesroute nicht zu nehmen, sondern ganz normal durchzuspielen, also auf der rechten Seite zu laufen. So, ja. Auf der rechten Seite zu spielen, weil... Oh, fuck. Meine Akku. Meine Uka. Uka ist die Böse. Denn, wenn ich mich recht erinnere, wie ich das immer früher gemacht habe, ich habe immer alles auf einmal gemacht. Und der meinte zu mir, oder sie meinte zu mir, mach das getrennt. Mach das getrennt, spiel nur die rechte Seite durch und dann musst du, wow, auf der linken Seite nur... Ich glaube, zurückgehen bis zu den letzten zwei Kisten. Also da kommen nur zwei Kisten, glaube ich, auf der linken Seite. Und das war's. Bonus. So, und ich habe das immer so gespielt, dass ich die komplette Todesroute durchgelaufen bin und dann auf der rechten Seite zurückgelaufen bin, meistens komplett im Dunkeln. Weil darüber habe ich ja auch im ersten oder zweiten Part darüber geredet, dass es hier so gemeine Stellen gibt in diesem Spiel. Und das ist so ein Level. Aber da bin ich wohl immer nur falsch angegangen, dieses Level. Und ja, er hat mir dann einen Tipp gegeben, wie das geht. Oder sie, wie auch immer. Ich denke mal, die Person weiß, also, dass ich gerade über sie spreche, oder? Hoffe ich doch. Ja. Und da stelle ich immer wieder fest, dass ich doch gar nicht so gut bin in diesem Spiel. Weil, ja, zum Beispiel auch die Sache im letzten Part, das hätte man auch, ne, vorletzten Part, das hätte man halt auch viel besser klären können. Hat er auch in die Kommentare geschrieben, oder sie. Ich weiß es halt nicht, ob es sie oder er ist. Ja. Hat auch geschrieben, wie es besser geht und es ist, ja, es ergibt Sinn. Es ergibt Sinn. Aber lest euch einfach von dieser Person die Kommentare selber durch. Denkt dran, es ist ein rotes B. So, jetzt muss ich hier auf der linken Seite zurücklaufen. Nur, jetzt sehe ich natürlich nichts mehr, ne? Hier ist ein Glühwürmchen. Und dann hat er gesagt, nur diese Kisten, also er hat nur geschrieben, nur zwei Kisten sind auf dieser Seite. Jetzt bin ich natürlich gestorben. Er meinte, auf dieser Seite sind nur zwei Kisten, wenn ich mich an seinen Kommentar richtig erinnere. Wenn nicht, dann tut mir voll sorry. Tut mir voll sorry. Ja. Jedenfalls versuchen wir das jetzt. Wenn das klappt, wenn das wirklich so klappt, dass auf der linken Seite nur zwei Kisten sind, dann ist das Level mega einfach. Mega einfach. Ich habe es mir viel, viel schwerer gemacht. Aber, naja. Manchmal sieht man halt, ne? Manchmal sieht man halt, dass das Offensichtlichste einfach gar nicht, also... Wow, ist da ein Loch? Nein. So, wir nehmen jetzt einfach mal... Ich hoffe, er meinte wirklich nur die zwei Kisten. Ich hoffe, es sind nur die zwei Kisten. Dann laufe ich einfach mal jetzt weiter. Vielleicht waren das auch vier, was er geschrieben hat. Ich erinnere mich nicht mehr genau an den Kommentar. Wenn ich gleich am Ende nicht den Edelstein bekomme, dann werde ich kurz einen Cut setzen und nochmal mir den Kommentar durchlesen. Ja, aber auf jeden Fall, auch wenn das jetzt alle Kisten sind, müssen wir trotzdem dieses Level gleich nochmal spielen, um halt die Todesroute durchzuspielen. Ja. Es ist halt... Oh, fuck. Es ist halt seine Variante, ist halt in diesem... Oder ihre Variante ist halt in dieser Hinsicht, ja, einfacher. Einfacher, aber halt, ja, man hat dann halt nicht alles auf einmal. So wie eigentlich mein Plan immer ist, in ein Level reinzugehen und sich alles zu holen. Gleichzeitig. Wo das nicht unbedingt der beste Plan ist, ne?
Ja, guck mal. Dankeschön. Dankeschön. Liebe Person mit dem roten B. Vielen Dank. Das ist bei mir aber immer so mit den Kommentatoren, die Leute, die unter Videos schreiben. Ich merke mir meistens die Person immer anhand der Avatare. Ich kann mir selten die Namen merken. Jetzt müsste sich, glaube ich, Cortex melden, wegen dem letzten Kristall, oder? Cortex? Ja! Mein Plan ist beinahe erfüllt. Das habe ich dir, Crash Bandicoot, zu verdanken. Jen, was ist los? Was ist das? Er steht doch nicht etwa unseren Knall. Crash, Cortex wird die Kristalle nicht dazu verwenden, die Welt zu retten? Er wird die Energie sammeln und sie zum Antrieb der Super Cortex Vortex in seiner Raumstation benutzen. Wenn die Vortex zum Einsatz kommt, wird die gesamte Welt Cortex untertan sein. Crash, nimm ihn in die Kristalle ab! Engine, du Blödmann! Sie erzählt ihm alles! Wir sind wieder da. Ich entschuldige mich für die Störung. Crash, bring mir Kristalle! Oh mein Gott! Crash, bring mir Kristalle! Ja, das ist der wahre Plan von Cortex. Wird jetzt erst enthüllt. Aber wir gehen noch nicht gegen ihn kämpfen. Wir werden erstmal alle Diamanten holen, also alle Edelsteine, um das zweite Ending sozusagen in diesem Spiel zu finden. Weil es gibt, das Spiel hat, ja, es ist eigentlich ein kleines, lustiges Jump'n'Run. Und auch dieses Spiel hat zwei verschiedene Enden, ja. Auch dieses Spiel hat zwei verschiedene Enden. Ja, so, jetzt Kisten sind eigentlich hier Wurst. Hauptsache Akku. Und ich muss sagen, ich habe mich echt gut in diesem Run angestellt. Also, ich möchte jetzt nicht irgendwie eingebildet wirken oder so. Aber ich muss wirklich zugeben, auch wenn ich hier und da ein paar Sachen falsch angegangen bin, ja, mehr oder weniger falsch, auf jeden Fall halt etwas mit einer Taktik angegangen bin, die vielleicht nicht unbedingt die einfachste Taktik war, muss ich doch sagen, dass ich eigentlich recht gut durchgekommen bin. Recht gut durchgekommen bin und, Alter, schaut euch das an. 64 Leben habe ich jetzt immer noch. Ich bin im letzten Level und habe 64 Leben. Das ist gut. Also, wenn ich mich an meinen letzten Run erinnere in dem Spiel, ich weiß noch, ich musste mehrmals in die unteren Etagen gehen und, der hat mich jetzt ein bisschen erschreckt. Ich hätte noch landen können. Ja. Muss ich mehrmals in die unteren Etagen gehen. Meistens habe ich dann immer die erste Etage komplett geklärt, um halt Leben zu sammeln. Weil, ja, ich dann immer Game Over gegangen bin und dann... Oh. Dann kommen solche schwierigen Level wie das hier, wo du halt ein paar Leben mehr brauchst. Weil wenn du Game Over gehst, musst du dieses Level komplett von neu starten und kannst dann nicht vom Checkpoint ausspielen. Und das ist halt ein bisschen schwierig, weil normalerweise fängt man das Spiel, glaube ich, nach dem Game Over mit... Wieso komme ich da nicht rüber? Okay. Ich slide jump jetzt. Bitte hau mal ein paar geile Slide Jumps raus, Crash. Denn wir wollen das hier durchziehen. Richtig gut durchziehen. Und wollte ich eigentlich slide jumpen, aber egal. Ja, aber da das hier so eigentlich jetzt müsste eigentlich der finale Part sein. Hättet ihr, kann ich auch direkt fragen, hättet ihr auch Bock? Machen wir gleich. Ne? Nach dem Ende hier. So, Edelstein mitnehmen. Konzentrieren wir uns erstmal auf das Spiel. Wow! Das ist ein bisschen mies gelaufen. Moment, jetzt habe ich ja den Edelstein. Komm, egal. Ich wollte jetzt auf der rechten Seite laufen, aber... Komm, ich zeige euch die Todesroute ganz, ne? Wenn schon, denn schon. Ich zeige euch dann die Todesroute einfach ganz. Ich wollte jetzt auf der rechten Seite laufen, weil die rechte Seite einfacher ist. Aber ich wollte es ja jetzt nicht unbedingt so einfach machen, ne? Nicht ganz einfach. Also, ich kann ja auch echt einmal... Ach, komm schon! Ich möchte euch ja alles in diesem Spiel zeigen. Obwohl, die Todesroute, wo man den lila Edelstein bekommt... Ne, das war ein Secret. Wo man den lila Edelstein bekommen hat, habe ich auch nicht ganz gezeigt. Habe ich auch mittendrin abgebrochen. Einfach den lila Edelstein genommen und dann abgehauen aus dem Secret. Was aber auch halt ein bisschen doof ist, also das ist halt so doof an diesem Spiel. Ey, das gibt's doch nicht, ich komm nicht über diese Löcher drüber, was ist denn los mit mir? Ich
Ich kann das Spiel nicht mehr spielen. Ist aber ein bisschen halt doof mit diesem, weil es so dunkel ist, weil du siehst halt nicht genau, du versuchst halt schnell durchzulaufen und siehst halt nicht genau, bis wohin die Löcher gehen. Und möchtest halt auch nicht zu weit springen, weil du Angst hast, dass da gleich irgendwas anderes kommt. So. Ah, und du musst ja schnell durchlaufen wegen dem kleinen süßen Glühwürmchen, das nicht ewig dir hinterherfliegt. Ne? Muss man sich ein bisschen beeilen. So, zack. Da achtet man manchmal nicht auf jeden Sprung so perfekt. Und zum Beispiel jetzt diese Situation mit der Ratte, die jetzt aus dem Hintergrund angelaufen kam, das war ein bisschen tricky. Ja, genau. Komm, ich laufe jetzt den rechten Weg. Linken Weg, auf dem linken Weg bin ich schon bei den Kisten angekommen und das habt ihr jetzt im dem Run davor schon gesehen. Da bin ich ja nur von der anderen Seite reingelaufen gekommen. Deshalb laufe ich jetzt einfach diese Seite wieder, weil hier gibt es jetzt auch einen Checkpoint gleich. Na, haben wir das schnell hinter uns, dieses Level. Na, muss jetzt nicht unbedingt jetzt hier stundenlang noch dran sitzen. Wenn ich mich daran erinnere, wie ich hier zurückgelaufen bin, das ist unglaublich. Ich bin hier den ganzen Weg zurückgelaufen, an diesen ganzen UFOs vorbei im Dunkeln. Zum Glück haben die UFOs noch wenigstens geleuchtet im Dunkeln. Aber alles andere nicht, du hast gar nichts gesehen. Ja, komm, ich habe das Loch jetzt nicht gesehen. Aber egal, wir haben gerade kurz davon Checkpoint gesucht. Ich habe halt hier gar nichts gesehen und ich bin halt immer am Rand gelaufen. So immer hier an dem Rand versucht zu glitschen. Weil du siehst halt auch die Löcher nicht, ne? Du siehst gar nichts. Ich habe immer versucht, irgendwie so an den Rand zu glitschen und dann irgendwie so... Ja. Du solltest lieber nicht etwas zeigen, während du planlos durch das Level rennst, sondern... schon mit Plan hier und Vorsicht laufen, ne? Denn so krasser Skiller bist du nun mal auch nicht. Also beruhig dich wieder. So. Da wollen wir nicht rein. Zack. Ich stell mich aber auch an in diesem Level. Das ist unglaublich, ey. Ich stell mich aber auch an. Also der letzte Part muss ja wieder... Da muss ich ja wieder richtig auf die Kacke hauen und zeigen, wie schlecht ich eigentlich in diesem Spiel bin. Bam, bam, badam. Bam, bam, badam, badada, ram, bam, badam. Okay, ich getroffen. Gut. Badim, badim, bam, badim, badadadam. Ja, das ist das Ende. Perfekt. Kriegen wir jetzt auch schon direkt das zweite Ende? Oder erst, wenn ich gegen Cortex gekämpft habe? Oder kommt jetzt schon direkt das zweite Ende? I don't know. Müsste eigentlich jetzt schon direkt das zweite Ende kommen. Das gute Ende, sag ich mal. Und? Ne, er meldet sich nicht. Gut. Dann müssen wir doch erst Cortex besiegen. Weil als ich das letzte Mal gespielt habe, habe ich das, ich möchte kurz speichern. Habe ich das in einer anderen Reihenfolge gemacht. Also ich habe erst alle Kristalle gehabt, dann habe ich gegen Cortex gekämpft und dann bin ich nochmal zurückgegangen und habe nochmal alle Edelsteine gesammelt. So. 97%, das heißt, die 3% kriegen wir jetzt eigentlich nur beim Boss. Müsste eigentlich, ja. Weil wir haben jetzt alles. 25 Kristalle, 42 Gems. Oder habe ich irgendein Secret vergessen? Weiß ich nicht. Kann sein. Kann aber nicht sein. Nein, kann nicht sein. Ich habe ja alle Gems und alle Kristalle. Ja. Cutscene? Nein, keine Cutscene. Geht direkt los. Ja, das ist der Cortex-Kampf. Ist nicht unbedingt schwer. Ich weiß gar nicht, wieso ich mich früher als kleines Kind hier so schwer angestellt habe. Also, wieso ich mich hier so... Wieso ich immer solche Probleme hatte in diesem Kampf. Also als kleines Kind hatte ich echt Probleme hier in dem Bosskampf gehabt. Keine Ahnung wieso. Aber eigentlich ist es ja recht einfach. Weil, ja. Man muss in einer bestimmten Zeit ihn schaffen. Also dich tötet hier gar nichts. Einen tötet hier gar nichts. Die ganzen Steine, die ganzen Minen hier, die töten dich alle nicht. Cortex flieht einfach nur mit den ganzen Kristallen. Oh. Und man muss ihn halt noch rechtzeitig erreichen. Ja. Er ist einfach nur... Oh. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich muss ihn halt dreimal hitten. Einmal haben wir schon. Komm, Cortex, bleib stehen. Bleib stehen, Cortex. Cortex. Die Musik ist auch super. Ne? Nein, das ist schon das Ende. Ich habe verloren. Ja, ja. Wunderschöne Lache. Wunderschöne Lache. Ja, komm schon. Muss man ein bisschen konzentrieren. Bisschen konzentrieren. Eigentlich ist der Kampf nicht schwer. Weiß ich gar nicht, wieso ich ihn jetzt verloren habe. So schwer ist er eigentlich gar nicht. Alter, ich krieg den einfach nicht. Was ist denn da los?
Hä, was ist denn da los? Wieso kriege ich denn nichts? So. Eins. Bleib stehen, Cortex! Nein, Steine. Ich muss die eigentlich wegdrehen, die Steine. Dann komme ich besser vorbei. Ach, komm schon. Ich bin gegen den anderen Stein noch geflogen. Ist das dein Ernst? Jawohl. Nummer zwei. Einmal noch, Cortex. Bleib stehen. Bleib stehen, ich kriege dich. Die Welt wird nicht dir gehören. Solange ich ein Mitspracherecht habe. Jawohl, genau vom Schluss. Perfekt. Dir werde ich schon noch zeigen, Crash Bandicoot. Super. Crash, was ist wohl mit Cortex geschehen? Und was ist mit der Cortex Vortex? Die ist noch da oben. Was ist mit der Vortex? Die ist ja immer noch da oben. Ja. Eigentlich dachte ich, jetzt kommt direkt das zweite Ende. Wird dran geschnitten, aber dann wird es doch nicht dran geschnitten. Ja, ich möchte das gerne kurz überspringen. Wir machen mal hier kurz einen Cut, ne? Wir sehen uns gleich wieder im Warp Room. Möchte uns seine Lasereinrichtung zeigen. Oh, Embryo. Sehr gerne. Ich möchte gerne deine Lasereinrichtung sehen. Das war das gute Ende. Das war das finale Ende dieses Spiels, ja. Ich habe als Kind früher dieses Ende niemals gesehen, weil ich auch als Kind niemals alle Edelsteine hatte. Dieses Ende kenne ich erst seit vielleicht 4 Jahren. Vielleicht 4 Jahren? Ja, vielleicht seit knapp 4 Jahren, sage ich mal. Weil seit knapp 4 Jahren spiele ich das Spiel eigentlich so gut wie jedes Jahr durch. Und ja, es ist ein wunderschönes Spiel. Wunderschönes, wunderschönes Spiel. Eines meiner liebsten Spiele für die PlayStation 1. Und das ist auch direkt der Anfang von Crash Bandicoot 2. Wenn man 3, meine ich. Wenn man Crash Bandicoot 3 spielt, dann fängt das genau hier an, das Spiel. Ja, ja, ja. Ah, Crash Bandicoot 2, ja. Zum Thema Crash Bandicoot 3. Das wollte ich ja gerade noch im Part ansprechen. Habe ich dann aber abgebrochen. Und zwar, wie sieht es dann aus mit Crash Bandicoot 3? Hättet ihr Bock drauf? Hättet ihr Bock drauf? Ist auch ein bisschen, ja, ist eigentlich im Prinzip so wie das Spiel, nur mit, ja, ein bisschen vom Gameplay ein bisschen abwechslungsreicher, weil dort gibt es auch ein bisschen andere Level als nur zu laufen. Okay, hier gab es jetzt auch noch diese Jetski-Level und diese Ride-Level und so weiter und diese Flucht-Level, die gibt es dort auch, aber dann gibt es noch ein bisschen noch mehr Variationen. Und dann kommt noch hinzu, dass man noch Fähigkeiten bekommt. Okay. Lach nicht in meine Aufnahme rein, Cortex. Ja, jedenfalls
Wenn ihr Bock drauf habt, dann sagt Bescheid. Mal schauen, ob wir das direkt hier Nacht machen oder vielleicht doch etwas was anderes spielen und danach Crash Bandicoot 3 machen, weil, ja, ein bisschen Abwechslung hier auf dem Kanal, wenn ihr, außer natürlich, ihr habt alle Bock auf Crash Bandicoot 3 und dann rotzen wir das auch mal kurz durch, ne, würde ich sagen. Dann rotzen wir das auch noch richtig durch. Kommt jetzt noch irgendwas oder ist jetzt Ende? Nein, es ist Ende. Ja, Leute, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. War ein wunderschönes Let's Play. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch so viel Spaß gemacht wie mir. Und es ist mein erstes Let's Play seit dem, mein erstes richtiges Let's Play, sage ich mal, seit dem Wiederaufbau auf diesem Kanal. Und ja, es ist mir aufgefallen, dass es vielen gefallen hat, vielen Spaß gemacht hat und das freut mich. Das freut mich und ja, wie gesagt, wenn ihr Bock habt auf Crash Bandicoot 3, dann sagt Bescheid. Dann können wir hier alles durchrotzen. Dann kann ich euch noch zeigen, wie gut ich in Crash Bandicoot 3 bin. Ja, wobei ich nicht sicher bin, ob ich dort besser bin als hier. Crash Bandicoot 3 habe ich auch sehr viel gespielt, aber egal. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten, was auch immer. Also bis demnächst. Tüdelü.